Palmkätzchen von Ende Januar. Auch von Januar die ersten Schneeglöckchen, die immer noch im Garten stehen. Bei uns im Wald habe ich im Januar die erste kleine Anemone entdeckt. Das Wetter spielt wirklich komplett verrückt. Bevor der wütende Orkan Sabine am Montag auftauchte, hatten wir viele Tage lang herrlichen Sonnenschein. Das war wohl die Ruhe vor dem Sturm, bevor sich Orkan Sabine dann gestern dazu entschlossen hat, mit Orkanböen bis zu 130 Kilometer in der Stunde sich im Fünfseenland auszutoben. Gestern Nachmittag habe ich dann noch entdeckt, der alte Schaukelstuhl, der Lieblingsschaukelstuhl meiner Hühner, hat dem Orkan Sabine nicht gefallen. Drum hat sie ihn zerstört zurückgelassen. Nicht schlimm, er war sowieso sehr morsch. Und heute am Dienstag immer noch ein bisschen stürmisch. Das war die Sirene unserer Feuerwehr. Hat mich interessiert, wie es eigentlich am See ausschaut. Nachdem das Wetter heute komplett verrückt gespielt hat, es gab das volle Programm, Sonnenschein, starker Regen, aktuell wieder leichter Schneefall, dazwischen leichter Schneefall, Sonne, absolut alles, das komplette Programm, was ein Wetter so zu bieten hat. Und weil es, bevor ich losgefahren bin, noch recht stürmisch war, bin ich extra zur Seepromenade, Starnberger See, einfach weil es hier viel geschützter ist und auch weniger Bäume hat. Und es sieht absolut so aus, dass Orkan Sabine sich verzieht, Gott sei Dank. Der See ist ruhig und hat wie immer eine wunderschöne Stimmung zu bieten. Für den, der gern am Wasser ist. Zu Hause lese ich dann nachträglich zum Sturmtief Sabine, Landkreis Starnberg. Derzeit bis Mittwoch 8 Uhr noch immer Unwetterwarnung vor Sturmböen bis 85 Kilometer in der Stunde. Gott sei Dank nicht mehr so viel, aber ausreichend, um bereits angeknackte Bäume zu Fall zu bringen. Daher soll man Wälder noch immer meiden. Deswegen bin ich ja auch hierhin gefahren, wo es schön geschützt ist. Die Züge rollen wieder, der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen. Regional, habe ich gelesen, kommt es noch zu Verzögerungen. Und heute gab es mehr als ein Dutzend Mal wegen Sturmschäden Einsätze der Feuerwehren. Juhu, ich freue mich sehr, dass sich dieser Orkan wieder verzieht. So viel heute in Kürze zum Orkansturm Sabine am Starnberger See. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. PS. Kalt wird's jetzt. Uah.